1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie ich mit 15 Jahren, also mittlerweile schon 4 Jahre her, wie ich mit 15 insgesamt 40 Kilogramm an Körpergewicht verloren habe und wie ich das angestellt habe, was meine Motivation war und wie ein so junger Mensch überhaupt so viel Übergewicht haben kann. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe mir direkt da ein Bild rausgesucht, worüber ich mit euch mal sprechen möchte. Und zwar bin ich das hier. Ich blende es euch auch hier oben ein. Ich bin das hier mit 15 Jahren in der 10. Klasse auf der Abschlussfahrt und wog damals 122 Kilo auf ungefähr 1,83 oder 1,84. Ganz genau weiß ich es leider nicht genau. Aber das war mein absoluter Höchstpunkt vom Körpergewicht und das war auch der Punkt, wo ich angefangen habe, mich noch intensiver mit dem Thema Ernährung und Sport zu beschäftigen. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich mir ein paar Notizen gestern Abend gemacht, wie das Ganze damals alles war, weil das ist jetzt schon 4 Jahre her und es hat sich sehr viel verändert für mich und es ist sehr viel dazugekommen und deswegen habe ich das schon fast ein bisschen vergessen, wie das damals eigentlich funktioniert hat. Und zwar muss ich dazu sagen, zu meiner Vorgeschichte, ich hatte immer schon gestörtes Essverhalten und war auch schon immer übergewichtig und habe damals also schon quasi mein ganzes Leben lang zu kämpfen gehabt, bis zu diesem Punkt hier, wo ich eben so extrem schwer war. Und dann war ich mit 15 tatsächlich bei einer Ernährungsberaterin und die hat mir erstmal so mich ausgefragt, was ich alles esse, wie ich mich ernähre und alles halt rund um die Ernährung und mein Wohlbefinden, was ich mache, wie ob ich Sport treibe und ja, quasi alles, erstmal eine komplette Informationssammlung anstellen über meine Person, warum ich denn so aussehe, wie ich aussehe. Und als sie dann alles gefragt hat, hat sie mir eine Sache auf den Weg gegeben. Und zwar, ich erinnere mich daran, als ob das heute gewesen wäre. Und zwar habe ich damals einen Shake, also einen Morning Shake, habe ich mir so gemerkt, so ein Morning Shake, hat sie mir ein Rezept dafür geschrieben. Und ich habe da auch noch ein paar Sachen selber hinzugefügt. Und der bestand aus Dingen wie Spinat, Bananen, Chiasamen, Leinsamen, Mandeln, Hanfproteinpulver, einer Banane, Erdbeeren. Wenn ihr wissen wollt, was da alles drin war und ob ich den mal zubereiten soll, wie ich ihn damals gemacht habe, ich habe den wirklich 2 Jahre lang, also ungelogen, ein Jahr lang jeden Tag und im zweiten Jahr dann jeden zweiten Tag oder so, so oft ich eben konnte, habe ich mir diesen Shake gemacht. Das war eine sehr lustige Zeit, weil dieser Shake, der schmeckt überhaupt nicht. Es schmeckt teilweise nur Spinat raus und Spinat trinken, ich glaube, die Vorstellung alleine vertreibt die meisten hier von meinem Kanal und das möchte, glaube ich, keiner sehen und das kann ich auch verstehen, warum das keiner sehen möchte, weil es war damals... Das war einfach zeitgemäß damals. Das war einfach für mich so als Einstieg. Jeden Morgen habe ich mir diesen Shake gemacht. Hallo André. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber hier ein leckerer Shake für mich am Start. Ich freue mich. Freust du dich? Mit der absolut eklig geschmeckt, aber voller Energie war quasi. Und habe quasi meinen Zähnen Energie gegeben und Sport getrieben und meine Ernährung angepasst. Jetzt kommen wir auch noch zum wichtigsten Punkt, weil so ein Shake alleine, der wird nicht alleine dafür sorgen, dass ihr 40 Kilo an Gewicht abnehmt. Ich habe für diese 40 Kilo ungefähr 6 bis 8 Monate gebraucht. Und die 6 bis 8 Monate waren durchgeplant. Also ich hatte das große Glück, dass ich mit der Schule fertig war damals und keine Ausbildung hatte. Das heißt, ich hatte ein halbes Jahr lang frei. Sprich, ich hatte keine Arbeit oder keine Schule, zu der ich mich bewegen musste. Also, was habe ich gemacht? Mein 15-jähriges Ich habe mir den ganzen Tag Wissen zu Ernährung und Sport angeeignet, wie ich mich am besten zu ernähren hatte. Natürlich hatte ich damals noch nicht so viel Ahnung wie heute und habe mich ganz strikt danach ernährt, dass ich morgens diesen Shake getrunken habe, mittags immer eine Proteinquelle, wie zum Beispiel Hähnchenfleisch, ihr hört richtig von mir, Hähnchenfleisch, und zum Beispiel Nudeln gemacht habe und oder Kartoffeln oder irgendeine andere Kohlenhydratquelle, die ich eben dazu essen kann. Weil das Ding ist, mir hat damals Fleisch überhaupt nicht geschmeckt und ich habe mich nur wegen der Ernährung, wegen der um die Gewichtsabnahme und den Sport quasi zu befördern, sagt man das, ich glaube schon, habe ich quasi angefangen, Fleisch zu essen und
habe mir das quasi angeeignet, jeden Tag 10 Gramm mehr Hähnchen zu essen. Ich habe wirklich einfach mit 50 Gramm Hähnchen auf 200 Gramm Nudeln. Irgendwann dann 70 Gramm Hähnchen auf 200 Gramm Nudeln, dann 100 Gramm Hähnchen auf 150 Gramm Nudeln. Das wurde quasi immer mehr Fleisch und immer weniger von der Kohlenhydratquelle. Also meistens dann von den Nudeln oder den Kartoffeln oder was auch immer ich mir gemacht habe. Manchmal war es auch Reis, aber sehr selten eigentlich. Und zum Abendessen gab es dann einfach nur, ich glaube, 2 Scheiben Brot. Meine Mutter hat damals immer so Dinkelbrot gekauft und ich habe mir immer 2 Scheiben davon abends mit Butter gemacht und hatte quasi insgesamt, damit ihr mal so ungefähr eine Vorstellung hat, falls sich jemand davon auskennt, hatte ich jeden Tag, 8 Monate lang mindestens, danach habe ich angefangen ein bisschen mehr zu essen, 8 Monate lang, 1800 Kalorien. Ich hatte auch ab und zu Cheat Days, quasi ungewollte Cheat Days, weil ich einfach einen Fressanfall bekommen habe während dieser Diät, weil der Körper so lange, ich habe quasi strukturiert meinen Körper ausgehungert und dafür gesorgt, dass ich so viel Fett wie möglich verliere und deswegen kam es ab und zu solchen Fressanfällen und Cheat Days in Anführungszeichen, die waren dann im Prinzip waren die überhaupt nicht schlimm, es war quasi lebensnotwendig für meinen Körper, damit er irgendwelche Nährwerte reinbekommt, weil ich habe ihm wirklich jeden Tag das Gleiche gegeben. Also jeden Tag diesen Energieshake zum Morgen, mittags meine Nudeln und Hähnchen und abends meine 2 Scheiben Brot. Und das war ein halbes Jahr. Und ich habe nicht 2-mal die Woche trainiert, nicht 3-mal die Woche trainiert, nicht 4-mal die Woche, nicht 5-mal. Ich habe meistens 6-mal die Woche Sport getrieben und jetzt kommt noch eine eher traurige Geschichte tatsächlich, oder das heißt traurig, und zwar war mein Selbstbewusstsein, als ich so aussah, ich habe da auch ein Video, was ich euch mal gerne zeigen möchte. Bevor ich weiterrede, zeige ich euch mal ganz kurz, wie ich aussah oberkörperfrei. Zum Glück habe ich das Ganze aufgenommen, wie ich oberkörperfrei aussah. Ich schaue mir das jetzt auch direkt live mit euch an, wie ich aussah damals oberkörperfrei mit 122 Kilo Körpergewicht. Also, let's go. Also wie ihr sehen könnt, war ich absolut, absolut unförmig, absolut nicht in Form. Hab mich davor jedes Wochenende und jeden Tag eigentlich in mein Zimmer verkrochen und Videospiele gespielt und gegessen und quasi nicht dafür gesorgt, dass ich da rauskomme aus diesem Alltag, der mich quasi aufgefressen hat. Und das Ende der Schule war für mich dann tatsächlich ein Punkt, der mir geholfen hat, da rauszukommen aus dem Alltag, weil wenn der Alltag dich gefangen hätte in einer Lebensweise, die du quasi dir aufgebaut hast, um im Alltag zu funktionieren, dann ist das, wenn es so wie bei mir ist, eben sehr negativ gewesen, weil mich der Alltag eben sehr stark belastet hat als Kind, ganz besonders in der Schule und generell habe ich eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Mitschülern und etc. Aber wir gucken das Video erstmal weiter. Ich habe schon, wie ihr sehen könnt, ich habe da schon mit Sport angefangen und habe schon gelernt, wie man so postet. Also ich habe damals wirklich Bodybuilding, kennt vielleicht einige von euch. Ich war da, wo ich genauso aussah, wie ich da auf dem Video aussehe, habe ich mich mehr für Bodybuilding interessiert, als ich es jetzt tue, wo ich wesentlich ästhetischer und athletischer aussehe. Aber damals war das für mich viel interessanter, wie diese ganze Kultur, was Muskeln und Körperfett angeht und ja, abnehmen einfach. Für mich war einfach nur wichtig, abnehmen, weil ich halt immer mein Leben lang, abgesehen von der Zeit vorher, wo ich magersüchtig war, dazu kommt auch noch ein Video, mein Leben lang quasi übergewichtig war und bis zu dem Punkt wollte ich unbedingt aussehen wie so ein Bodybuilder quasi, der ja nichts anderes macht, als ich es getan habe, und zwar zu gucken, was er isst und abzunehmen und in Form zu kommen. Und das war der Punkt, wo ich habe mich auch getraut, das aufzunehmen. Darüber bin ich immer noch stolz, dass ich mich getraut habe, das Ganze aufzunehmen. Oberkörperfrei, wie ihr sehen könnt, das war auch nicht einfach für mich. Ich habe da auch ein ganzes Video drüber gemacht. Also wenn ihr mal unten in den ersten Link schauen wollt, in die Beschreibung, da ist das Transformationsvideo. Ich habe damals ein Video geschnitten, wo ich fertig war. Also so ein quasi, ihr kennt doch diese ganzen Transformation-Videos auf YouTube. Das habe ich auch gemacht unten, könnt ihr mal angucken. Das war, ist für mich sehr emotional gewesen, weil das emotionaler Weg für mich war, weil ich eben noch nie dünn war damals, oder zumindest muskulös und dünn, und ich war das dann zum ersten Mal mit 16 und das war für mich, hat für mich eine ganz neue Welt aufgemacht, auch psychisch war das so viel einfacher für mich, damit klarzukommen, im Alltag zu funktionieren, wenn du von
anderen Menschen eben nicht als der Dicke wahrgenommen wirst oder der Faule wahrgenommen wirst oder andere Beschreibungen, die auf jemanden treffen, der so aussieht, wie ich aussah. Ich habe auch hier noch ein wunderschönes Bild, was ihr euch mal angucken könnt, von allen, von quasi von den Zeiten, die ich quasi hatte. Also oben die ersten beiden Bilder, wo ich ganz dick war, unten links, wo ich dann dünn war, also sehr, da, wo ich, glaube ich, 81 Kilo, ihr wisst, oben, wo ich 122, unten wirklich, unten links, wo ich 81 im Jahr 2017 und unten rechts, wo ich locker so 88, 90 Kilo und war einfach nur muskulös. Einfach nur sehr muskulös und so muskulös bin ich heute nicht mal mehr. Also damals war ich ja so davon, von meinem Wahn getrieben, Sport zu machen und in Form zu kommen, dass ich das quasi immer weiter gemacht habe. Und hier beginnt auch das Riesenproblem, weil nicht nur, dass ich diese 40 Kilo abgenommen habe, ihr müsst euch so vorstellen, wenn ihr so viel Gewicht auf euren Rippen habt und dann so viel Gewicht loswerdet, das dauert ewig. Also was heißt ewig? 6 Monate, also 6 bis 8 Monate für einen jungen Menschen, das ist eine Ewigkeit. Wenn ihr 15 Jahre alt seid, ist ein Jahr für euch ein 1/15 eures Lebens und das ist eine Menge Zeit für mich gewesen damals. Und ich habe mich quasi so lange Zeit nur damit beschäftigt, was ich esse, wie ich esse, wann ich Sport mache, wie ich Sport mache, wie oft. Das ging alles durch meinen Kopf die ganze Zeit. Und ich habe dann tatsächlich eine Sport- und Esssucht auch entwickelt über die Zeit, weil mir das einfach irgendwann, weil ich einfach den Drang hatte. Ich habe mich gezwungen, ich habe mich selbst, also ich spreche von mir selbst, ich habe mich gezwungen, also ich bin mein Kopf und mich ist mein Körper, ich habe mich gezwungen, einfach weiterzumachen, egal was passiert, weil ich habe mit so jungen Jahren angefangen, das zu machen und es hat super funktioniert. Ich konnte so oft trainieren, wie ich wollte und irgendwann ging es halt nicht mehr. Ich habe das aber schon oft genug erzählt. Es geht jetzt hier einfach nur darum, wie ich meine 40 Kilo abgenommen habe. Und jetzt kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt und zwar, das Ganze wird euch leider nicht weiterhelfen. Ich habe leider sehr viel zu tun mit Übergewichtigen, auch im Privatleben und das heißt leider natürlich, das ist kein Leider, ist alles in Ordnung. Jeder soll und darf so aussehen, wie er möchte. Nur war ich eben zutiefst unglücklich damals, als ich so aus war. Und ich weiß, dass viele auch unglücklich sind, die in meiner Position sind, in der ich damals war. Ihr müsst für euch eine Motivation finden, warum ihr das Ganze machen wollt. Weil diese ganzen... Das Problem ist einfach nur, wenn man sich sagt, morgen, ich will ein bisschen abnehmen oder eigentlich könnte ich ja ein bisschen abnehmen, aber so dringend ist es auch wieder nicht. Es geht schon so. Für mich war das wirklich einfach nur, entweder machst du das jetzt oder du machst gar nichts. Entweder schaffst du das oder du schaffst das nicht. Im Prinzip kann man das wirklich darauf beziehen, entweder lebst du oder stirbst du. Das war wirklich für mich, in solchen Extremen habe ich gelebt. Das war für mich quasi, die Motivation war so hoch, glücklich und zufrieden mit mir selbst zu sein, dass es gar keinen Weg daran vorbeigeführt hat für mich, diese 40 Kilo abzunehmen. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, 2016, ich hatte Geburtstag und meine Mutter hat Kuchen gemacht und ich habe da schon sehr viel abgenommen. Ich wog damals nur noch 92 Kilo und ich habe kein Stück von diesem Kuchen gegessen, ich weiß es noch. Also da war noch meine Nachhilfelehrerin, also mein kleiner Bruder hat mich gefragt, ja, willst du keinen Kuchen essen? Ich habe gesagt, nee, ich möchte keinen Kuchen essen. Und die war total beeindruckt davon, dass ich keinen Kuchen essen möchte an meinem Geburtstag. Aber für mich war das eben so wichtig, nicht zu viel zu essen, dass ich selbst an meinem Geburtstag auf dieses Stück Kuchen verzichten wollte. Weil einfach ich es so gehasst habe, dick zu sein und nie wieder dahin zurück wollte. Und das war meine Motivation. Das war eigentlich der Grund, warum ich es geschafft habe, so viel Gewicht abzunehmen. Also ihr könnt diese ganzen Phasen durchlaufen. Sucht einen Ernährungsberater auf und findet am besten eure Motivation, warum ihr abnehmen möchtet oder für wen oder am besten für euch selbst. Aber natürlich hilft es, wenn ihr Personen habt, die euch von außen motivieren können, Gewicht zu verlieren. Also es ist natürlich immer schöner, wenn man das mit anderen Menschen teilen kann, weil alleine aus der eigenen Motivation raus könnt ihr sehr viel schaffen, aber es macht viel mehr Spaß und es ist viel einfacher, mit anderen Menschen zusammen einen solch langen Weg zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Also ich möchte euch noch ein Video zeigen von mir und zwar war das Video, wo ich in meiner absoluten Bestform war. Ich kam aus dem Urlaub wieder
und sah so aus, wie ich noch nie ausgesehen habe in meinem ganzen Leben. Also ich war braun gebrannt, ich war 16, ich war quasi voller Lebensenergie und war einigermaßen muskulös und sehr, sehr dünn, wenn man das so sagen kann. Also dürr, würde ich fast schon sagen, auf 81 Kilo. Auf 1,90 Meter war das schon ziemlich wenig Fettmasse, die ich mit mir getragen habe. Aber ich möchte euch gerne dieses Video zeigen. Also, ab geht's. Wie ihr sehen könnt, habe ich natürlich, darüber werde ich auch noch in einem separaten Video mit euch sprechen, und zwar auch euch zeigen, wie das Ganze heutzutage aussieht nach mittlerweile 4 Jahren Abnahme, habe ich sehr viel hängende Haut gehabt, also, oder hab sie immer noch, das, ich sag hatte, aber ich habe sie immer noch. Ich habe sehr viel hängende Haut, zum Beispiel an den Brüsten, wenn man das so sagen kann, am Bauch, an den Seiten, und ja, schaut euch mal an, wie das Ganze aussah, mein 16-jähriges Ich, so gut in Form wie noch nie. Also ich hatte natürlich immer noch ein bisschen Fett an den Seiten, weil das meine absoluten Problemzonen sind und waren damals. Aber so dünn war ich noch nie in meinem Leben. Mein Gesicht sieht so krank aus. Also ich war so dünn, dass mein Kiefer einfach nur rausgeplatzt ist aus meinem Gesicht. Ich hatte ja schon einen Unterbiss, aber dadurch, dass ich so dünn war, sah das wirklich einfach nur brutal aus. Also das war echt eine sehr interessante Angel, auch hier von vorne. Ich war sehr dünn, also die Arme sind auch unglaublich dünn, viel dünner als jetzt, aber ich war eben so gut in Form wie noch nie. Ich hatte, ich würde sagen, fast ein Sixpack, war in Form, war glücklich, einfach nur so gut in Form zu sein. Und das soll euch vielleicht mal ein bisschen Motivation geben, wenn ihr überhaupt auf einen so jungen Menschen wie mich hören wollt oder könnt, dass ihr es auch schaffen könnt, egal wie alt ihr seid. Und ich bin auch nochmal wieder sehr schwer geworden und muss auch wieder meine Ernährung für mich neu entdecken, weil die Ernährung, die ich damals hatte, funktioniert für mich heute nicht mehr und die werde ich auch nicht mehr so ausführen, wie sie damals war. Ich bin heute von der Ernährung her, vom Menschen her auch, habe ich auch wesentlich weiterentwickelt, als es damals der Fall war. Ich hatte auch quasi so einen richtigen Höheflug durch diese Gewichtsabnahme. Also ich war damals so depressiv, als ich so dick war, so depressiv. Es war wirklich extrem und nur für mich alleine. Und dann, als ich so dünn war, habe ich die Welt quasi mit neuen Augen gesehen. Ich habe quasi alles genommen, was mir entgegenkam. Also Alkohol, Essen, Drogen, also mit Drogen meine ich Alkohol und Essen. Zucker ist eigentlich also Koffein, Zucker und Alkohol. Das waren die 3 Drogen, die ich damals konsumiert habe, nicht, dass ihr was anderes denkt. Ich schau mal ganz kurz, ob ich mir noch was aufgeschrieben habe, was wichtig wäre. Nein, ich glaube, das war alles tatsächlich, Freunde. Ja, wie gesagt, also Videos zu meinen anderen Themen, also zu meiner hängenden Haut, wie ich vorhin angesprochen habe, und meiner Magersucht kommen auch noch online in den nächsten Tagen, Wochen. Werde ich dann überlegen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Über das Thema Ernährung und Training bin ich immer, immer offen und höre mir gerne alles an, was ihr zu sagen habt, und lerne gerne von euch und nicht nur ihr von mir, weil es beruht auf Gegenseitigkeit hier. Freunde, ich wünsche euch alles Gute und bleibt stark, Freunde. Samuel Lift ist out of lifting, Freunde. Ihr schafft das. Motivation, Power, Pum, Pum, Pum. Ciao, Freunde. Samuel Lift ist out of lifting und bis dann.